Alle Kinder mussten da so schlafen, durften nur auf dem Rücken liegen, die Hände daneben, nackt. Das Gesicht wurde von diesen Wachleuten zugedeckt und es wurde uns nasse Watte in die Ohren gesteckt. Und dann nachts wurdest du dann mit Strom aus dem Schlaf gerissen. Das waren immer so Elektrogeräte, die haben die immer in die Genitalien reingehalten. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das berichtete einer der rund 300 Menschen, die in der streng abgeriegelten Siedlung leben mussten, versklavt, gefoltert, viele von ihnen sexuell missbraucht von diesem ekelhaften Sadisten Paul Schäfer und seiner Verbrecherklique. Man hat mir Spritzen, Tabletten gegeben und dann warst du nur, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, benebelt. Ich wusste, ich bin gar nicht mehr ich, erinnert sich eine Frau an die Misshandlungen im Krankenhaus. Es fällt mir schwer, heute darüber zu sprechen, auch das auszusprechen. Ich habe mit Anfang 20 in Bosnien in Massengräber geblickt, habe mich dort im Land in einer Menschenrechtsorganisation organisiert, sehr stark mit den Frauen aus Srebrenica zusammengearbeitet, mit den Überlebenden. Wir haben dokumentiert, was damals passiert ist. Ich sage das deswegen, weil es mir so geht wie Renate Künast. Als ich dann vor den Opfern und Überlebenden hier gesessen habe, sind damals in Bosnien viele Tränen geflossen, auch Unverständnis, auch Wut dabei über die Täter, über das Wegschauen von denen, die vielleicht was hätten tun können, nee, ganz sicher was tun können. Und in der Zeit habe ich erfahren, vielleicht auch nur erahnt, was es heißt, mit einer Traumatisierung zu leben. Und als ich dann vor 2 Jahren als Vorsitzender des Menschenrechtsausschusses Opfer eingeladen habe, ins Gespräch zu kommen, weil ich dachte, das Thema Colonia Dignidad spielt sich in der Vergangenheit ab. Nein, ich bin eines Besseren belehrt worden, muss ich zugeben, ich war sprachlos. Ich war wirklich sprachlos, als ich im Kreise mit Ihnen zusammengesessen habe. Es war entsetzlich, was berichtet worden ist. Und ich muss das sagen, es bewegt mich, dass heute Überlebende aus der würdelosen Kolonie hier bei uns sind. Und es ist uns eine Ehre, dass Sie heute den Weg in den Deutschen Bundestag gefunden haben, denn Sie ehren das Hohe Haus mit Ihrem Besuch. Und ich möchte mich, das hört sich pathetisch an, aber es ist genauso gemeint, wie ich sage, ich möchte mich verneigen vor Ihnen. Ich möchte meinen tiefen Respekt ausdrücken dafür, dass Sie nicht gebrochen sind, dass Sie nicht verbittert sind. Dafür haben Sie meinen tiefen Respekt, dass Sie das alles ertragen haben und dass Sie heute dafür sorgen, dass erlittenes Unrecht nicht vergessen wird, dass Sie dafür kämpfen, dass den Opfern Gerechtigkeit widerfährt, dass die Vergangenheit aufgearbeitet wird und dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, es ist eine schreiende Ungerechtigkeit, die ich bei unserem Treffen wahrgenommen habe, dass eine 70-jährige Frau, die in dieser Kolonie als Opfer war, ihr Leben lang Zwangsarbeit geleistet hat, heute eine Rente von 112 Euro erhält, während Täter mit allen Raffinessen ausgestattet, wie der frühere Arzt Hopp, der heute in Krefeld lebt, und vermutlich über Finanzquellen aus dem damaligen Unrecht verfügt, ein hochkomplexes System, also Verbrecher versuchen, ihre Taten zu verschleiern und ihren Profit auch daraus zu ziehen. Und deswegen braucht es endlich mehr Licht im Dunkeln. Wir dürfen es nicht zulassen, dass die Täter hier in Deutschland unbehelligt leben, weitgehend, und die Opfer in die Röhre schauen. Lange war Gras über diese schlimmsten Verbrechen gewachsen, die Opfer auch weitgehend vergessen. Und damit muss Schluss sein, weil das sind wir den Überlebenden hier als Deutscher Bundestag schuldig. Chile trägt Verantwortung, die Militärdiktatur, für diese Verbrechen, aber Deutschland trägt eine moralische und auch politische Mitverantwortung. Deutsche Diplomaten haben sich mitschuldig gemacht. Ignoranz bedeutet auch
Schuld. Den Opfern eine Stimme geben, konkrete Unterstützung für sie, Aufarbeitung der Verbrechen und eine bessere Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung auf der deutschen und auf der chilenischen Seite. Das sind die wichtigsten Ziele dieses fraktionsübergreifenden Antrages. Und ich möchte wirklich von Herzen allen danken, die mit Energie und mit Empathie hier mitgeholfen haben. Ich danke Frau Künast, Herrn Kollegen Fliesek, Stefan Habert, Volker Ulrich, Klaus Bartel, die alle und noch viel mehr, die ihren Beitrag geleistet haben. Es war kein ganz einfacher Weg bis hierher. Deswegen bin auch ich froh, dass wir einen Tag, bevor die Sitzungsperiode oder die Sitzungswoche endet, doch noch diese Frage hier entscheiden können. Es ist auch aus meiner Sicht ein politisch starkes Signal, das wir heute setzen, mit diesem fraktionsübergreifenden Antrag versehen mit einer Frist, um die konkreten Maßnahmen der Bundesregierung einzufordern. Das Thema darf nicht auf die lange Bank geschoben werden. Die Überlebenden sind nicht mehr in jungen Jahren. Wer es jetzt auf die lange Bank schiebt, macht sich ein zweites Mal schuldig. Der erste Schritt wird heute getan. Aber helfen Sie bitte alle mit. Und das ist auch schon natürlich die Ankündigung, die Drohung, dass wir in den nächsten Monaten nach der Wahl dieses Thema aktiv begleiten werden. Wir wollen ein Ergebnis haben. Wir werden nicht ruhen und wir wollen ein ordentliches, konkretes Ergebnis haben. Auch das sind wir den Überlebenden schuldig. Ich sage noch mal, es ist schön, dass Sie heute gekommen sind. Es ist für uns eine besondere Stunde und Ehre. Vielen Dank. Zum Abschluss dieser Aussprache hat der Kollege Klaus Bartel für die SPD das Wort.